auf Plätzen in Theatern, an müßig eitlem Ort, allda geschieht das Sterben, der Mensch, hier endet er. Die Todesangst, die Liebe, nichts, das den Zweien entrinnt, der Ring Saturns wiegt schwerer als irgendein Gewicht. Ossip Mandelstam, Tristia. Der russische Dichter Ossip Mandelstam hat in seinem Gedicht Tristia den Ring Saturns beschworen. Saturn gilt in der Mythologie als der Gott der Ernte, der mit seiner Sense nicht nur das reife Korn abmäht, sondern auch die Lebenszeit der Menschen beendet und insofern als greiser Herr der Zeit hinter unseren Normsystemen, unseren Vorstellungen und Wünschen und deren Scheitern steht. Macht und Machtmissbrauch, Autoritäten und Autokraten, das sind ebenfalls saturnale Themen, sagt die Mythologie. Doch wir sprechen in der Philosophie nicht mythologisch. Die politische Philosophie weiß einiges über den Ring Saturns, umbrandet von Liebe und Thanatos, von Macht und Machtmissbrauch. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudia Simone Dorchin und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Philosophie direkt hier auf meinem philosophischen Kanal auf YouTube. Unser Thema lautet die Philosophie des Totalitären. Was ist die Philosophie des Totalitären oder was bedeutet eigentlich das Totalitäre oder der Totalitarismus? Die politische Philosophie hat einige Antworten auf diese Frage. Totalitarismus ist teilidentisch, aber nicht vollständig identisch mit Diktatur. Eine Diktatur zeichnet sich dadurch aus, dass es einen designierten Herrscher oder eine Herrscherin gibt, der oder die den eigenen Willen autoritär der Bevölkerung aufoktroyiert, meist unter Hilfe einer starken Exekutivmacht. Ein totalitäres Regime hat diktatorische Züge, insofern als es auch Bestimmende gibt, die autoritär in einem Top-Down-Verfahren, das nicht demokratisch abgestuft ist, den eigenen Willen aufnötigen, sogar gegen Widerstand der Bevölkerung. Doch Totalitarismus geht weiter. Diktatur oder antik gesprochen Tyrannis ist in gewisser Weise konservativ im wörtlichen Begriff des Wortes, nämlich der konservative politische Geist möchte einen bestimmten Status quo bewahren. Totalitarismus geht weiter als die konservative Sicht der Bewahrung eines Status quo, sondern möchte progressiv in der Zukunft veränderte Verhältnisse schaffen, ein verändertes Normensystem, mitunter sogar einen veränderten Bürger. Und charakteristisch für den Totalitarismus ist, dass der Bürger an dieser Veränderung aktiv mitwirken soll. Während die Diktatur oder die Tyrannis ein passives Hinnehmen gravierender Veränderungen und Einschneidungen voraussetzt, ist der Totalitarismus in der Art noch etwas umfassender, indem er eine Mitwirkung der Unterdrückten an der eigenen Unterdrückung zeitigen möchte und mitunter auch Möglichkeiten findet, dies zu praktizieren. Wo befindet sich im Spektrum politischer Abgrenzungsbegriffe Diktatur und Totalitarismus der Faschismus? Das ist eine schwierige Frage, denn auch hier gibt es Teilidentitäten. Wilfredo Pareto bezeichnete den Faschismus als ein Regierungssystem, in dem Massenpropaganda und Personenkult die öffentliche Rechtfertigung, die zu einem aufgeklärten Staatswesen gehört, ersetzt haben. Pareto sah also den Faschismus auf der Prozessebene und insbesondere auf der medialen Prozessebene, indem er sich gefragt hat, was passiert mit der medialen Öffentlichkeit, wenn ein Regime faschistoid wird. Und er sah, dass dort mehr und mehr personenkultisch aufgebaute Darsteller eine Rolle spielen,
statt wahre Experten und dass mehr und mehr die Massenpropaganda eine differenzierte Debattenkultur ablöst. Für Georges Sorel ist der Faschismus dann gegeben, wenn strukturell Geheimpolizei oder Geheimdienste, Regierungsinstanzen und Nichtregierungsinstanzen in einem Klüngel zusammenwirken und gemeinsam den Bürger knechten. Sehen wir die drei politischen Unterscheidungsbegriffe: Diktatur als ein System der Top-Down-Entscheidung einer Person oder eines engen Personenkreises, totalitäres System als ein System, in dem eine Veränderung der Gesellschaft und ihrer Normen sogar unter Mitwirkung des Bürgers gegen dessen Widerstand erzwungen wird, und zugleich die Definition des Faschismus auf der medialen Ebene nach Pareto durch Erzeugung von Massenpropaganda und Personenkult und auf der strukturellen Ebene durch eine Klüngelei der Instanzen, die Dwight D. Eisenhower in den 60ern bezeichnet hat als militärisch-industriellen Komplex, nach Georges Sorel. So können wir erkennen, dass es sich um Systeme handelt, die mehr oder weniger weit von einem Demokratieverständnis von Jean-Jacques Rousseau und Alexis de Tocqueville entfernt sind. Diese Entfernung ist eine bedenkliche Entfernung, denn sie ist progressiv. Entfernen sich Gesellschaften von dem aufgeklärten Demokratieverständnis, so können sie proteusartig ihre Form wandelnd über diktatorische, totalitäre, faschistoide und ausgeprägt faschistische Wandlungsphasen immer weiter von dem entfernt sein, was die unantastbare Würde des Menschen in der Verfassung jedes demokratischen Staates bedeutet, die zuletzt auch Repräsentanz und Partizipation an demokratischen Prozessen mitbegründet. Im Folgenden sehen Sie, meine Damen und Herren, drei kurze Aufweise von totalitären oder faschistoiden Tendenzen, gegen die wir als Philosophen kritisch sprechen müssen. Es geht zum einen um die Einschränkung des öffentlichen Lebens. Öffentliches Leben ist ein großer Bestandteil der Kultur. Einschränkungen des öffentlichen Lebens, aus welchem Grund auch immer, sind Einschränkungen der Kultur als solcher. Ferner geht es um die Sprachregelung des Genderns. Nicht auf den ersten Blick als ein totalitäres oder faschistoides Projekt erkenntlich, doch durch diese Sprachregelung wird dem widersprochen, was für Aristoteles und viele andere Philosophen die Substanz des Menschen war. Und was passiert, wenn wir von der Substanz absehen und uns auf Nebensächliches der Person konzentrieren? Das soll Thema im weiteren Video sein. Zuletzt geht es um eine schleichende Gefahr unter scheinbar romantisch grüner Fassade. Es geht darum, dass verschiedene NGOs, Non-Governmental Organizations, gegenwärtig damit werben, eine friedliche, faire und umweltfreundliche Zukunft aufzubauen, folgend der sogenannten Agenda 21 der Vereinten Nationen. Doch was wirklich in der Agenda 21 steht und was es für demokratische Prozesse in den Nationalstaaten bedeutet, das möchte ich kurz exemplifizieren. Im Beitrag Das Philosophische Radio geht es passend um eine totalitäre Struktur, die einen legendären Namen hat, die Mafia, die Philosophie der Mafia. Wir unterscheiden hier mit Herfried Münkler kriminelle Gewalt von politischer Gewalt und fragen uns, wo ist eigentlich die Trennlinie? Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, viele neue Erkenntnisse. Bis bald.